Es geht am Anfang so eine grundsätzliche Einführung, ein historischer Abriss, was ist Geld, welche Rolle spielt das Geld im Kapitalismus, so ein geschichtlicher Überblick. Ulrike Herrmann ist ja auch Historikerin unter anderem. Und danach wollen wir uns kümmern um die heutigen Probleme auf den Finanzmärkten. Dritter Teil wäre dann, was die G20 dagegen tut oder was sie überhaupt tut oder nicht tut. Und dann die Frage, was man tun müsste. Also diese vier Themen sind so in etwa das, wie sich der Vortrag strukturiert. So hatten wir das abgesprochen. Und dann übergebe ich jetzt das Wort an Ulrike Herrmann. Vielleicht fragen Sie sich ja doch, warum muss jetzt erstmal, ich hoffe, es wird nicht zu lang, aber warum muss jetzt erstmal eine historische Einführung sein? Warum können wir nicht gleich mit der G20 anfangen? Und das liegt daran, dass es Spekulation schon immer gegeben hat. Auch in der Antike hat man spekuliert. Nur ist es eben so, dass der Kapitalismus die Spekulation komplett verändert hat. Und das versteht man eben gar nicht, wenn man das System Kapitalismus nicht begreift. Deswegen würde ich eben gerne mit Ihnen erstmal so einen kleinen Abriss machen, was ist der Unterschied zwischen Geld und Kapital, und dann erst zu den G20 kommen. Ja, also wie man ja schon merkt an dem Wort Kapitalismus, stammt dieses Phänomen von dem Begriff Kapital. Und das Wort Kapital wurde übrigens nicht von Marx geprägt, obwohl er ein Buch geschrieben hat, das wissen Sie alle, das hieß Das Kapital und wird in diesem Jahr auch 150 Jahre alt, ist 1867 erschienen. Dieses 150-jährige Jubiläum erklärt auch, warum Sie jetzt überall mit Marx und seinem Kapital konfrontiert werden. Aber das Wort selbst ist älter, stammte von einem französischen Ökonom, der hieß Turgot. Und dieser Turgot hat eben im 18. Jahrhundert festgestellt, dass sich etwas fundamental ändert, und genau für dieses Phänomen, für das Neue, hat er dann das Wort Kapital geprägt. Ja, was ist das? Und damit komme ich jetzt schon zum Thema, robbe ich mich schon in die Richtung der Finanzmärkte. Es ist ganz wichtig zu verstehen, sonst versteht man gar nichts, dass Kapital nicht das gleiche ist wie Geld, obwohl das immer synonym verwendet wird. Also wenn Sie in die Sparkasse gehen und Geld auf Ihr Konto einzahlen oder Geld umschichten, dann wird Ihr Bankberater vielleicht ganz oft sagen, dass Sie Kapital anlegen, Kapital bilden, Kapital investieren, da sonst was machen. Das ist alles Unsinn. Das, was auf Ihrem Konto liegt, ist Geld, das ist kein Kapital. Dass das beides zwei unterschiedliche Sachen sein müssen, sieht man schon daran, dass es Geld immer gab. Geld gibt es so lange, wie die Menschen sesshaft sind, also seit ungefähr 10.000 Jahren. Und genauso lange wird auch spekuliert. Also dass es Geld schon immer gab, weiß man spätestens für die letzten 4.000 Jahre, denn es gibt Dokumente aus Mesopotamien, das ist da, wo der heutige Irak ist, und da gab es schon Schuldscheine, die weitergereicht wurden. So, und was jetzt ganz wichtig ist und wo man so einen heiligen Schauer bekommt, die Menschen in Mesopotamien vor 4.000 Jahren hatten schon das moderne Geld. Die hatten genau das gleiche Geld, das wir heute benutzen, das sogenannte Kreditgeld. Kreditgeld ist Geld, das erkläre ich auch gleich noch ein bisschen genauer, das aus dem Nichts entsteht, in dem Moment, wo ein Kredit vergeben wird. So, das klingt jetzt vielleicht wirklich abstrakt, wie kann einfach Geld aus dem Nichts entstehen? Aber wenn man sich nochmal zurückversetzt in die Zeit von Mesopotamien, dann wird das sofort klar. Also die Menschen damals haben eben auch schon Fernhandel betrieben, am liebsten mit Ostanatolien, weil es da Silber gab. Und an dieses Silber wollten die Menschen in Mesopotamien natürlich rankommen. Und dann haben sie Karawanen ausgerüstet, die waren ein Jahr unterwegs und haben eben mit Ostanatolien gehandelt. Es war aber so, dass kein einziger Kaufmann in Mesopotamien genug Waren hatte und auch Lasttiere, um so eine Karawane auszustatten. Also haben sie sich das alles zusammengeliehen und sind dann losgezogen. Die Kaufleute, die zu Hause blieben, die wollten natürlich sicher sein, dass sie, wenn die Karawane zurückkommt, nach einem Jahr, sie dann ihre Waren, die sie geliehen haben, auch wieder zurückbekommen. Plus, das ist ganz wichtig, Zinseszins. Also wie das mit dem Zinseszins funktionierte, das wussten die Mesopotamier auch schon vor 4.000 Jahren perfekt. So, und dann wurden eben Schuldscheine ausgestellt, wo da sinngemäß eben drauf stand, Kaufmann A verspricht Kaufmann B nach einem Jahr, die Waren so zurückzuzahlen plus Zins. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Sie können sich vorstellen, dass es nicht lange gedauert hat, dass Kaufmann B, der jetzt diesen Schuldschein hatte, sich gedacht hat, ist doch Quatsch, dass ich ein Jahr warte, bis A zurück ist aus Anatolien. Ich kann doch diesen Schuldschein schon mal weiterreichen an C und meine eigenen Zahlungsverpflichtungen begleichen. Und dann kann doch C sich bei A melden, wenn der zurück ist.
Naja, Sie können sich vorstellen, dass auch C nicht bis ein Jahr gewartet hat, bis A zurück ist, sondern der Schuldschein ging an D, an E und so weiter. Und da sehen Sie, wie aus einem, das ist jetzt der technische Ausdruck, verbrieften Kredit, also aus einem Schuldschein, Geld wird. So, und genau das gleiche System haben wir heute. Nur, dass Sie wissen, dass jetzt die Schuldscheine nicht mehr so eine große Rolle spielen, jedenfalls nicht in dieser Form, sondern wir haben Girokonten. Aber mit den Girokonten läuft es genauso. Um das jetzt noch mal ein bisschen zu erklären, wie das heute ist, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Konto und da ist gar kein Geld drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer Ihnen das fällt, sich das vorzustellen, dass auf Ihren Konten kein Geld ist. Genau. Aber Sie haben einen Überziehungskredit mit der Bank ausgemacht. Sie dürfen also ein Minus auf Ihrem Konto haben. So, dann wissen Sie, was passiert. Sie gehen mit Ihrer EC-Karte zum EC-Automaten, stecken die da rein, es kommt Geld raus. Und in genau dem Moment bucht die Bank ein Minus auf Ihr Girokonto. Und volkswirtschaftlich gesehen ist es so, dass genau in diesem Moment neues Geld entstanden ist. Wenn Sie jetzt irgendwann wieder Geld einnehmen und Ihren Kredit zurückzahlen, dann verschwindet das Geld auch wieder. Also sozusagen volkswirtschaftlich ist es so gesehen, dass die Geldmenge genauso stark expandiert, ungefähr genauso stark expandiert, wie die Summe der Kredite. Vielleicht denken Sie jetzt alles, was soll das hier, aber auf diesen Punkt, Sie werden es sehen, werde ich nochmal zurückkommen, wenn es um die heutigen Finanzmärkte geht. So, was jetzt aber der Punkt ist, um erstmal mit dem historischen Abriss weiterzumachen, die Mesopotamier hatten also das moderne Geld, genau das gleiche, was wir heute hatten, eben dieses Kreditgeld. Aber was sie nicht hatten, das ist ein zentraler Punkt, sie hatten kein Wachstum. Nicht, sondern es war eine stagnierende Agrargesellschaft und alle Gesellschaften, die danach kamen, weltweit, waren auch stagnierende Agrargesellschaften. Also anders gesagt, ob das jetzt die antiken Römer waren vor 2000 Jahren oder das chinesische Kaiserreich, sehr weit entwickelt im 9. Jahrhundert nach Christus, oder aber hier Köln im 18. Jahrhundert, völlig egal, pro Kopf gab es kein Wachstum. Oder anders gesagt, die Europäer im 18. Jahrhundert waren genauso reich, man müsste aber eigentlich sagen, genauso arm wie die antiken Römer 2000 Jahre vorher. Also nur damit Sie mal so einen Eindruck haben, fast alle Menschen lebten auf dem Land und die Lebenserwartung betrug 30 Jahre im Durchschnitt. Das heißt, von Ihnen hier, die hier sitzen, wären schon ganz viele nicht mehr da. Und das lag daran, also dass die Lebenserwartung so niedrig war, lag daran, dass eben 40% aller Babys das erste Lebensjahr gar nicht erreicht haben. Nicht? Sondern sie sind gestorben an den Kinderkrankheiten, an Darminfektionen, an Diphtherie und so weiter. So, nochmal, das ist ganz wichtig, das ist zentral, weil Investmentbanker verstehen das nämlich nicht. Geld allein schafft kein Wachstum. Nicht? Immer hatten wir das moderne Geld, aber nie hatten wir bis ins 18. Jahrhundert Wachstum. So, jetzt wissen Sie aber genau, der moderne Kapitalismus ist ein System, das permanentes Wachstum erzeugt. Und da ist natürlich eben die Frage, wo kommt eigentlich dieses Wachstum her? Und das ist dann, um jetzt mal zu Beginn wieder zurückzukehren, das ist die Frage, was ist eigentlich das Kapital im Kapitalismus, wenn es nicht das Geld ist? So, und auch das kann man sich am besten erklären, wenn man einfach sich anguckt, wann der moderne Kapitalismus entstanden ist. Das lässt sich genau datieren. Es war ungefähr 1760 in England. Und zwar genau in dem Moment, den Sie auch alle aus Ihren Schulbüchern kennen, nämlich als Textilfabrikanten auf die Idee kamen, Webstühle und Spinnereien zu mechanisieren. So, und heute erscheint uns das irgendwie völlig selbstverständlich, dass alle Unternehmer immer investieren, auf Effizienz setzen, die Produktivität steigern. Aber, das habe ich Ihnen ja jetzt schon erklärt, das gab es vorher noch nie in der Weltgeschichte. Investition war eine völlig neue Idee. Also ich nehme einen Kredit auf, um Maschinen zu kaufen und damit mehr effizienter als vorher Waren herzustellen. Also die Frage ist, warum ist ausgerechnet in England eine Idee entstanden, die heute die gesamte Welt prägt und die auf die bis dahin niemand gekommen war? So, das ist ernsthaft ein Rätsel. Das ist die große Frage in der Wirtschaftsgeschichte. Dazu gibt es Tonnen von Literatur. Das ist nicht übertrieben. Denn es ist wirklich ein Rätsel aus zwei Gründen. Also eine echte Frage. Das eine ist, können Sie ja noch fragen. Ich muss ein bisschen durchrasen. Also jedenfalls, die beste Erklärung
um es abzukürzen, aus meiner Sicht, und das ist jetzt nicht eine Erklärung, die vom Himmel gefallen ist, sondern dahinter steht ein riesiges Forschungsprojekt, an dem weltweit viele Wirtschaftshistoriker teilgenommen haben und das aus von der Universität Oxford in England dann koordiniert wurde. Also jedenfalls die beste Erklärung aus meiner Sicht ist, dass die Löhne in England im 18. Jahrhundert die höchsten der Welt waren. Warum das so war, lasse ich jetzt weg. Aber diese Löhne in England waren doppelt so hoch wie auf dem europäischen Kontinent. Und damit passierte etwas, was wir heute auch kennen. Die Engländer waren nicht mehr konkurrenzfähig. Und in einer Welt, in der es, in der ja noch fast alle Menschen auf dem Land lebten und wo es eigentlich nur agrarische Produkte gab, waren die Textilien das einzige Exportgut. Und genau da waren die Engländer jetzt nicht mehr konkurrenzfähig. Und dann haben sie eben genau in der Textilindustrie, also die ja damals nur aus also Handwebstühlen und Handspinnereien bestand, aber genau da hat dann eben die Industrialisierung angefangen. Und zwar, das ist ganz wichtig, auch zentral für den Kapitalismus, weil die Menschen teuer waren, hat es sich zum ersten Mal gelohnt, Maschinen einzusetzen und auszuprobieren. Und das gilt auch bis heute, das ist auch so ein ehrendes Gesetz des Kapitalismus. Technik wird nicht eingesetzt, wenn man sie hat, sondern sie wird eingesetzt, wenn sie sich lohnt. Und das ist eben nicht immer das Gleiche. So, aber es ist natürlich klar, dass in dem Moment, wo man Technik eingesetzt hat, jeder einzelne Arbeitnehmer mehr produzieren konnte. Und damit war dann das Wachstum in der Welt. So, um das also nochmal zusammenzufassen, Kapital ist nicht Geld, sondern es sind die Maschinen und der technische Fortschritt. Das bedeutet, ganz wichtig, Reichtum ist nicht Geld. Nicht? Das Geld entsteht aus dem Nichts und es ist auch nichts. So, das ist jetzt vielleicht für den Einzelnen auch so ein bisschen schwer, sich vorzustellen, denn für uns subjektiv oder persönlich ist es ja so, wenn man erst 1.000 Euro auf dem Konto hat und dann spart man ordentlich und dann hat man 2.000 Euro auf dem Konto, dann denkt man sich natürlich, okay, ich bin doppelt so reich. Aber für, und das ist auch in Ordnung, dass der Einzelne das so sieht. Also das will ich Ihnen jetzt auch nicht ausreden, wenn Sie jetzt nochmal an Ihr Konto denken. Aber für die Gesamtgesellschaft, ungelogen, ist es völlig egal, wie viel Geld auf Ihrem Konto ist. Sondern das Einzige, was wichtig ist, um den Reichtum einer Gesellschaft zu stabilisieren und zu erhöhen, ist, wie viel investiert wird. Wenn aber alle nur Geld auf ihr Konto packen und da sparen und es investiert aber niemand, dann ist es leider so, dass das Geld im wahrsten Sinne des Wortes auf den Konten verschimmelt und verschwindet. Auch das, darauf werde ich nochmal eingehen, aber auch das ist keine abstrakte Überlegung, sondern die Deutschen haben es geschafft, seit 2000, ist ja noch nicht so lange her, bereits 1 Billion Euro im Ausland zu verlieren. Also auf ihren Konten scheint noch Geld zu sein, aber in Wahrheit ist das schon weg, damit sie mal ein bisschen schockiert sind. So, also aber erstmal ist ganz wichtig, nicht? Das Geld ist nicht der Reichtum, sondern der Reichtum sind die Technik und die Maschinen. Und anders gesagt, der Reichtum einer Gesellschaft sind ihre Investitionen. Und das habe ich Ihnen ja schon erzählt und das ist auch absolut zentral. Investitionen kommen dann zustande, wenn die Löhne hoch sind. Nicht? Auch das hat die Geschichte in England schon gezeigt und das gilt bis heute. Hohe Löhne treiben den Kapitalismus, nicht niedrige. Obwohl, das wissen Sie ja, in Deutschland immer viel Energie darauf gesetzt wird, eigentlich die Löhne zu drücken, ist das Quatsch. Löhne müssen steigen und zwar mit der Produktivität. Also wenn man immer mehr Güter herstellt durch die Maschinen, dann müssen auch die Löhne mitsteigen, damit es jemanden gibt, der die ganzen Waren kaufen kann. So, jetzt denken Sie ja vielleicht, ja, das kann die ja gut reden, das erzählt sie irgendwie für 1760 in England. Das muss ja heute vielleicht nicht mehr stimmen. Deswegen noch die Geschichte, passt natürlich unmittelbar zu unserem Thema, von der ersten ganz großen Weltwirtschaftskrise, das war bekanntlich die ab 1929. Und das kennen Sie auch alles aus Ihren Schulbüchern, Oktober 1929, plötzlich schwarzer Freitag an der Wall Street. Die Börsen fangen an, ins Bodenlose zu rutschen und es beginnt eine Weltwirtschaftskrise, die in Deutschland dann bedauerlicherweise den Effekt hatte, dass Hitler 1933 an die Macht gewählt wurde. So, diese Geschichte kennt irgendwie jeder. Aber was eigentlich davor passiert ist, wird nie erzählt. Es wird immer so getan, als sei es ganz normal, dass eben
an der Börse spekuliert wird und dann hinterher leider ein Crash ist. Und das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern es ist wirklich interessant, sich anzugucken, was zwischen 1919 und 1929 passiert ist. Da war es nämlich so, dass auch durch technische Erfindungen die Produktivität pro Arbeiter in den USA um 43% gestiegen ist. Das heißt, 1929 konnte jeder einzelne Arbeiter 43% mehr Waren herstellen als 1919. Einziges Problem an diesem wunderbaren Aufstieg, also während immer mehr Waren hergestellt wurden, war es aber gleichzeitig so, dass die Löhne der Arbeiter stagniert sind. Das heißt, es gab niemanden, der diese ganzen Waren kaufen konnte. Und innerhalb kürzester Zeit, nämlich konkret 1927, gab es schon eine Absatzkrise, sodass für jeden Unternehmer völlig klar war, dass es eigentlich nichts bringen würde, noch mehr in seine Fabriken zu investieren, denn da gab es ja sowieso schon Überkapazitäten. Sondern stattdessen hatte man dann die Idee, man könnte ja mal an der Börse spekulieren und da virtuelle Gewinne einfahren. So, das hat auch nur 2 Jahre geklappt und schon gab es eben diese sehr große Wirtschaftskrise oder den sehr starken Einbruch der Kurse. Was übrigens auch zeigt, auch ganz wichtig beim Kapitalismus, gilt auch bis heute, es ist ein enorm volatiles System. Also wenn man den Kapitalismus falsch steuert und falsch steuern heißt, dass die Löhne nicht steigen, das ist der zentrale Punkt, dann gerät dieses System innerhalb kürzester Zeit, so schnell kann man gar nicht gucken, schon aus dem Gleichgewicht. So, das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass es ja jetzt leider nicht eine Anekdote darüber ist, wie doof die Amerikaner vor 80 Jahren waren, das wäre ja schön, sondern sie wissen, dass der gleiche Wahnsinn schon wieder stattfindet. Schon wieder ist es so, dass die Löhne nicht angemessen steigen. Also damit Sie so einen kleinen Überblick kriegen, in den USA ist es so, eigentlich unvorstellbar, dass die mittleren Reallöhne seit 1975 nicht mehr steigen. Insofern, wenn man sich das klar macht, dass eigentlich große Teile der amerikanischen Bevölkerung gar keine Wohlfahrtszugewinne mehr hatte seit in den letzten 40 Jahren, ist es überraschend, dass Trump erst jetzt an die Macht gewählt wird. So in Japan ist es so, die hatten eine sehr schwere Wirtschaftskrise Ende der 80er Jahre, die wir nicht so mitbekommen haben, weil wir alle mit der Wiedervereinigung beschäftigt waren damals. Aber seit dieser sehr schweren Immobilienkrise, also seit ungefähr 1987, steigen auch in Japan die Löhne fast gar nicht mehr. Und in Deutschland, da sind wir ja nun alle live dabei, ist es so, dass seit 2000, also mit der Einführung der Agenda 2010 und ihren Vorläufern, die Löhne in Deutschland ebenfalls nicht mehr steigen. Natürlich gibt es immer einzelne Gruppen, die noch gewinnen, aber das sind nur ungefähr 10% gewesen. Also auch hier ist es so, dass der mittlere Reallohn seit 2000 eigentlich nicht gestiegen ist. So, gleichzeitig ist es aber so, wissen auch alle, die Unternehmensgewinne explodieren erstmal, wenn man immer mehr, immer billiger herstellen kann und die Löhne aber nicht steigen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wohin mit dem Geld? Und wir erleben eben, und damit komme ich jetzt langsam zum eigentlichen Thema, wieder das Gleiche nochmal, wie schon 1929, es wird auf den Finanzmärkten spekuliert. Man kann sogar sagen, wenn man jetzt den Kapitalismus historisch anguckt, dass er in eine neue Phase eintritt. Denn wir sehen etwas, was es noch nie gab, nämlich, dass es in 10 Jahren 3 schwere Finanzkrisen gab, die immer an der gleichen Stelle eingeschlagen sind. So, falls Sie sich jetzt fragen, ja, welche Finanzkrisen, von welchen ist denn hier die Rede? Nochmal so ein ganz kurzer Abriss. Also 2001 gab es die sogenannte Dotcom-Krise. Das war diese Idee, dass man in den virtuellen Welten des Internets irgendwie Aktienkursgewinne machen kann mit Firmen, die noch keinen einzigen Cent Profit erwirtschaftet hatten. Hier nicken schon alle, hier in den ersten Reihen. Also das hieß in Deutschland, hieß der Wahnsinn neuer Markt, ne? Von dem ist auch nichts mehr übrig. Und die breite Bevölkerung hat teilgenommen in Form der Telekom-Aktie. Ich will jetzt nicht fragen, wer eine Telekom-Aktie hatte. Okay, aber alle nicken schon. Also die Älteren erinnern sich daran, wie Manfred Krug, inzwischen schon verstorben, eben Werbung dann für diese rosa Aktie gemacht hat. Genau, das war die Dotcom-Krise. Die war weltweit sehr teuer. Also weltweit sind damals 5,6 Billionen Dollar an Aktienvermögen an den Börsen vernichtet worden. So 2007 kam es schon zur nächsten Finanzkrise, an die erinnern sich bestimmt alle bestens. Das war die sogenannte Subprime-Krise, auch wieder in den USA entstanden und dann weltweit verbreitet. Das war eben im Kern die Idee, dass man Hypotheken an Leute vergibt in den USA, die gar kein Einkommen hatten.
Es konnte natürlich auch nicht funktionieren. So, und seit 2010 ist die Eurokrise akut und ich werde Ihnen jetzt hier keine Neuigkeiten erzählen, die ist auch noch nicht vorüber. Aber dazu will ich heute nichts sagen, das wäre ein ganzer eigener Vortrag. So, und dass also immer wieder schwere Finanzkrisen an der gleichen Stelle entstehen, ist ein Novum. Was es immer gab im Kapitalismus, waren Finanzkrisen. Das System ist extrem instabil. Finanzkrisen gab es auch schon im 19. Jahrhundert. Aber neu ist eben, dass sie sich so häufen und dass sie immer am gleichen Ort einschlagen. So, und das Problem an diesen Finanzkrisen ist, das muss man, glaube ich, sehr deutlich sagen, weil manche da andere Hoffnungen hegen. Der Kapitalismus als System überlebt jede Finanzkrise. Nicht? Das weiß man inzwischen einfach aus der Erfahrung. Das System, der Kapitalismus ist ja nun inzwischen auch ungefähr 270 Jahre alt. Man weiß also aus der Erfahrung, wenn man lang genug wartet nach einer schweren Finanzkrise, irgendwann geht es wieder aufwärts. Selbst wenn man gar nichts macht und nur rumsitzt. Das Problem ist aber, dass die Demokratie diese Krisen nicht überlebt. Da muss man jetzt gar nicht nur Hitler nehmen, der ja schon nach 4 Jahren schwerer Krise dann an die Macht gewählt wurde, sondern man kann auch so aktuelle Phänomene nehmen wie beispielsweise Ungarn. Also wenn man sich jetzt fragt, warum haben die eigentlich ein faschistisches Regime an die Macht gewählt und man kann Orban nicht anders als faschistisch nennen, dann war der Anfang auch eine schwere Wirtschaftskrise, um die sich aber niemand gekümmert hat. So, das heißt, man darf jetzt auf keinen Fall oder so einfach den Kapitalismus sich selbst überlassen. Das ist ja die herrschende Theorie der Neoliberalen. Am besten überlässt man alles, was sie den Markt nennen, und dann wird schon. Das ist genau die falsche Strategie. Da hat man garantiert eine Finanzkrise so schnell, wie man gar nicht gucken kann. Sondern ganz im Gegenteil, man muss den Kapitalismus eben politisch steuern, damit, um die Krisen zu vermeiden. Und da ist der wichtigste Punkt, das wiederhole ich jetzt nochmal, dass man eben dafür sorgt, dass die Löhne mit der Produktivität steigen, also mit dem Güterausstoß, damit es überhaupt Leute gibt, die diesen ganzen ständigen Warenstrom auch kaufen können. So, das wäre jetzt erstmal so mein Abriss zu dem Thema, in welcher Welt leben wir eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen Geld und Kapital? Wie kommt es eigentlich zu Finanzkrisen? Und jetzt würde ich gerne zu dem zweiten Punkt kommen, nämlich in welchem Zustand sind die Finanzmärkte eigentlich im Augenblick? Hinterher können Sie alles fragen, auch Sachen, die ich gar nicht erzählt habe, die gar nicht Thema sind, Sie können alles fragen. Aber jetzt würde ich erst einfach mal zu dem zweiten Punkt kommen. Nochmal zurück zum Thema Geld. Nicht? Ich hatte Ihnen ja erzählt, dass das Geld aus dem Nichts entsteht, in genau dem Moment, in dem Kredite vergeben werden. So, das ist kein Problem, wenn man das eben so macht, wie der Realkapitalismus auch funktionieren soll, nämlich man nimmt einen Kredit auf und investiert in Maschinen. Denn dann hat man den Effekt, dass auf der einen Seite zwar die Geldmenge steigt, auf der anderen Seite durch die Investitionen steigen ja aber auch die Waren, die man herstellt, und am Ende ist das wieder im Gleichgewicht. Ganz anders ist es, und da fängt jetzt das Problem an, wenn man Kredite aufnimmt, um damit zu spekulieren. Nicht? Denn dann entsteht ja kein Gegenwert, sondern man kreiert immer mehr Geld, mit dem dann in so virtuellen Welten hin und her gespielt wird. Und das klingt ja jetzt erstmal sehr abstrakt, und damit Sie konkret wissen, was passiert. Die eigentliche Gefahr ist, und das passiert permanent, dass Banken Kredite an andere Banken vergeben. Das läuft dann so, Bank A vergibt Bank B einen Kredit und Bank B gibt einen Kredit an Bank A. Da würden Sie ja vielleicht denken, ja wieso, das gleicht sich doch aus. Das ist ja dann wie in der Mathematik, nicht? Plus und Minus gleichen sich aus. Nein, überhaupt nicht. Sondern durch dieses ständige sich hin und her Kredite geben, produziert man immer mehr Geld. Und mit diesem Geld kann dann spekuliert werden. Und um das mal konkret zu machen, damit das nicht so abstrakt bleibt, gucken wir uns jetzt einfach mal die Bilanz der Deutschen Bank an. Nicht? Das ist ja, wissen Sie alle, die größte Bank, die Deutschland hat. Die hat eine Bilanzsumme im Augenblick, das sind jetzt die Zahlen von dem Geschäftsbericht über das Jahr 2016, hat ungefähr eine Bilanzsumme von 1,6 Billionen Euro. Das ist die Hälfte der jährlichen Wirtschaftsleistung von Deutschland. Also wirklich eine Giganto-Bankbilanz.
So, und wenn man jetzt, würde man ja, der normale Mensch würde denken, okay, eine Bank ist dazu da, Kredite zu vergeben an Unternehmer oder an Leute, die ein Haus bauen wollen. Da irren sie sich aber komplett. Es gibt auch diese Art von Krediten, aber die machen in der deutschen Bankbilanz nur ungefähr ein Zehntel aus. Stattdessen, wenn man da reinguckt, was sieht man da? Dass allein die Derivate, das sind Spekulationsobjekte, dazu rede ich, das erzähle ich Ihnen gleich, wie die funktionieren, aber gleich die Derivate machen bei der Deutschen Bank 550 Milliarden Euro aus. Das heißt, ein Drittel der Bankbilanz besteht nur aus Spekulationsvehikeln. Und natürlich ist es so, dass auch der Rest der Bilanz im Wesentlichen Spekulationszwecke hat. Aber bei den Derivaten ist das sofort zu erkennen. Das heißt, was wir da haben, ist keine Bank, sondern ein staatlich garantierter Hedgefonds. Nee, das ist so. Da darf man sich überall, das ist aber auch bei den anderen Banken nicht immer deutlich besser. So, jetzt vielleicht für die, die sich fragen, ja, was ist denn ein Derivat? Also es ist ein spekulatives Wettgeschäft. Und auch da muss man sich klar machen, Derivate als Instrument gibt es auch schon seit der Antike. Nicht? Also wie gesagt, die Menschen haben immer spekuliert. Es läuft im Kapitalismus nur in ganz anderen Dimensionen. So, und die Idee bei einem Derivat ist, das Geschäft wird immer zwischen zwei Parteien abgeschlossen, meistens zwischen zwei Banken, und läuft ungefähr, also meistens 3 Monate. So, und jetzt, der Witz ist, man wettet immer auf Kurse, also auf Preise von Dingen, die sich stark verändern. Das sind, eigentlich gibt es nur 4 klassische Derivatgeschäfte. Das eine sind Währungen, zum Beispiel ein Dollarkurs, nicht? Der bewegt sich ja stark. Das nächste sind Aktien, Zinsen und Rohstoffe. So, und um das jetzt mal irgendwie plastisch zu machen, das kann auch sinnvoll sein. Also um erstmal zu erklären, wieso es diese Geschäfte überhaupt gibt. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Lufthansa. Das ist ja nicht so schwer, ne? Und Sie wollen jetzt also Ihre Preise kalkulieren für Amerika-Flüge in einem halben Jahr. Denn die Leute fangen ja schon an, jetzt zu buchen, dass sie nach New York fliegen wollen. So, Sie haben aber, der wesentliche Kostenfaktor für Lufthansa ist aber der Kerosinpreis. Sie können aber, haben aber keine Ahnung, können Sie auch gar nicht haben, wie der Ölpreis sein wird in 6 Monaten. Woher sollen Sie das wissen? Also machen Sie das so, und da ist eben Derivatgeschäft sinnvoll, und deswegen gibt es die ja auch überhaupt schon seit der Antike. Sie suchen sich jetzt irgendjemand anders, der bereit ist, Öl zu verkaufen, also beispielsweise Shell, und dann einigen Sie sich darauf, Sie mit Lufthansa, mit Shell, wie hoch der Ölpreis in 6 Monaten sein soll, wenn Sie nach New York fliegen. Und das und sozusagen von beiden Seiten wird dann versucht, das Maximum rauszuholen. Also wenn Sie jetzt denken, okay, der Ölpreis wird bestimmt steigen, Öl ist knapp, weiß der Himmel, Iran fällt aus als Lieferant, dann werden Sie vielleicht bereit, dann denken Sie vielleicht als Lufthansa, okay, ich schließe ab zu 60 Dollar das Barrel. Und Shell denkt vielleicht, ja, das Gleiche, auch Iran, und es wird knapp und so weiter. Aber vielleicht denken die, der Ölpreis steigt bestimmt auf 63. Nee, die denken dann, der Ölpreis steigt nur bis 57 Dollar das Barrel. Und dann sind sie ja froh als Shell, wenn sie jemanden finden wie die Lufthansa, der bereit ist, 60 zu bieten. Und auf diese Weise entstehen eben Derivate. So, jetzt was man aber sich natürlich genau vorstellen kann, ist, dass man gar nicht Lufthansa sein muss, um Derivate abzuschließen, sondern das sind wunderbare Spekulationsvehikel. Man braucht gar kein Grundgeschäft, sondern man fängt einfach an, die Derivate nur so abzuschließen, um auf die Kurse zu wetten. Das haben Sie jetzt alle verstanden, ne? Die alle nicken, ja. Genau. Und damit Sie mal ein Bild kriegen, was das inzwischen für ein Volumina ist. Also aktuell ist es so, das habe ich gerade nochmal nachgeguckt gestern, dass im Augenblick pro Jahr Derivate, also auch für 2016 die Zahl, werden Derivate im Nominalbetrag von 544 Billionen Dollar abgeschlossen. Nicht Milliarden. Billionen Dollar. So, und das, also 544 Billionen Dollar ist jetzt im Augenblick, das sozusagen sind die umlaufenden Derivate. Und wie weit das von der Welt, der realen Welt, des realen Kapitalismus entfernt ist, können Sie daran sehen, dass die gesamte Wirtschaftsleistung global, der ganzen Welt, sind nur 73 Billionen Dollar.
Das heißt, Sie sehen, dieses ganze Derivatgeschäft hat sich komplett entkoppelt von dem, was sich in der Wirklichkeit eigentlich abspielt. Und das hat man ja, genau dieses gleiche Phänomen hat man ja auch schon in der deutschen Bankbilanz gesehen, dass sie eben im Wesentlichen, dass so eine solide, angeblich solide deutsche Bank im Kern eigentlich spekulativ mit den Derivaten unterwegs ist. So, und was man jetzt hat, jetzt haben wir hier keine, leider keine Tafel, das habe ich vergessen zu bestellen. Man kann genau sehen, wann das angefangen hat, dieser Wahnsinn, nämlich ungefähr im Jahr 1980. So, damals wurden die Banken dereguliert, vorher durften sie diese Derivatgeschäfte gar nicht machen. Und was man jetzt eben sieht ist, man hat eine, ich versuche das jetzt mal ohne Tafel einfach so ein bisschen mit meinen Händen zu illustrieren, man hat eine Weltwirtschaft, die wächst ganz langsam und dümpelt so vor sich hin. Und darüber wölbt sich ein riesiger Geldberg, der dadurch entstanden ist, dass die Banken sich untereinander Kredit vergeben. Und mit diesem Geldberg wird dann eben spekuliert. Und was man sagen kann, ohne zu übertreiben, ist eben, dass dieser riesige Geldberg, diese schwache Weltwirtschaft, die darunter liegt und nur ganz langsam wächst, richtig erdrückt. Und auch die drei Finanzkrisen, über die wir schon gesprochen haben, hat also an diesem riesigen Geldberg, an dieser heißen Luft, nicht wirklich was verändert. Und die zentrale Frage wäre eigentlich, wie man diesen enormen Geldberg, den man schon aufgepumpt hat, wieder stabilisiert. Das wäre die Frage, um die sich die G20 kümmern müsste. Aber Sie können sich vorstellen, dass diese Frage da noch nicht mal gestellt wird. So, und man müsste nämlich also an zwei Dingen ansetzen. Das erste wäre natürlich ganz klar, man müsste verhindern, dass dieser Berg, der schon enorm ist, noch weiter wächst. Das heißt, man müsste dafür sorgen, dass die Banken untereinander keine Kredite vergeben dürfen. Oder nur ganz, ganz, ganz eingeschränkt. So, davon ist aber, haben Sie, dieses Thema haben Sie noch nie irgendwo in der Zeitung gelesen, nicht? Nee, genau, es ist nämlich kein Thema. Sondern stattdessen, und damit hake ich diesen Punkt auch schon ab, ist eines der zentralen Punkte auf dem G20-Gipfel, als auf der Tagesordnung steht, freier Kapitalverkehr. Ne? Das ist hat noch Weiterungen, aber da wird schon klar, wenn man schon das Tagesordnungspunkt freier Kapitalverkehr sieht, okay, an der Fiktion, dass Geld ein Markt ist, soll festgehalten werden. Und dann können natürlich die Banken einfach weiterhin Geld aus dem Nichts produzieren, so wie sie wollen. So, das können wir also schon mal abhaken. Es wird nichts getan, um die Banken davon abzuhalten, weiter Geld zu produzieren, indem sie Kredite an andere Banken vergeben. So, und das Zweite ist natürlich, wenn man sich jetzt diese Frage stellt, wie kann man denn diesen Riesenberg stabilisieren? In einer idealen Welt gäbe es zwei Möglichkeiten, die auch durchaus zusammenhängen. Nämlich erstens, oben wird das Geld abgeschöpft und unten wird das Wachstum angekurbelt. Und dafür gibt es ein wunderbares Instrument und das heißt Steuern. Nicht, man müsste die Reichen besteuern, sehr viel stärker. Also wenn man dann würde man ja oben ihr Geld sozusagen wegnehmen, das sie haben. Der Staat hat den ganz großen Vorteil, der wird nicht ausreichend gewürdigt, dass er nicht spart, sondern sein Geld ausgibt. Das heißt, es gäbe mehr Nachfrage. Man hätte also mehr Wachstum. Aber auch davon, dass man die Reichen besteuern müsste, haben Sie wahrscheinlich noch nichts gehört. Steht auch nicht in der Zeitung. Genau, ist auch kein Tagesordnungspunkt. So, stattdessen, womit befassen sich die G20? Also einen Punkt hatte ich schon. Freier Kapitalverkehr, haken wir ab. Der zweite Punkt ist, der ist relativ sinnvoll. Sie wollen sich doch wieder mit dem Thema Schattenbanken befassen. Schattenbanken, das klingt irgendwie auch so geheimnisvoll, nicht? Damit sind Institutionen gemeint, die eigentlich wie Banken funktionieren, aber nicht wie Banken reguliert sind. Man kann sagen, das ist aber da meistens nicht gemeint, aber man kann sagen, dass eigentlich auch eine Versicherung eine Art Schattenbank ist. Allerdings sind Versicherungen stark reguliert, aber auch da ist es so, nur damit Sie so den Eindruck kriegen, worum geht's da? Immer wenn man Geld einsammelt bei irgendwem und es woanders anlegt, hat man schon eine bankähnliche Funktion, nicht? Also man fängt hier an, Vermögensverwaltung zu machen und das ist ja ein wesentlicher Teil dessen, was Banken machen. Also Versicherungen sind schon auch irgendwie Schattenbanken, aber stark reguliert, aber dann gibt es eben auch Formen, die gar nicht reguliert sind oder sehr wenig, das sind Investmentfonds,
Geldmarktfonds und so weiter. Und über dieses Schattenbankensystem, auch Hedgefonds könnte man als Schattenbanken bezeichnen, wenn man das unbedingt wollte, läuft natürlich ein wesentlicher Teil der Spekulation. Jetzt hat man oft das Gefühl, wenn man das hört, Schattenbanken, dass die irgendwie ganz im Nebel laborieren. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Sondern jede einzelne Schattenbank kann nur funktionieren, wenn sie ganz enge Beziehungen zu einer echten Bank hat. Oder anders gesagt, die echten Banken gründen noch ganz viele Schattenbanken. Und ist es erstaunlich, dass man über das Thema Schattenbanken immer wieder reden muss, denn die könnte man natürlich auch relativ schnell austrocknen, indem ganz klar ist, dass die immer in die Bilanz genommen werden müssen. Gut, das ist ein Thema, damit will ich Sie aber auch nicht so aufhalten, das sind eigentlich letztlich alles Randthemen und das dritte Thema ist auch ein Randthema, das werde ich jetzt gar nicht weitermachen, das heißt Green Finance. Da geht es dann um die Frage, wie man die Geldströme irgendwie in die Solarenergie und weg von der Kohle lenken könnte. Nehme ich mal an, dass das gemeint ist, will ich jetzt auch nicht vertiefen. Das ist tragisch natürlich, dass man da so eine relativ langweilige Tagesordnung macht, die niemandem gefährlich wird und deren oberstes Ziel ja sowieso der freie Kapitalverkehr ist, weil das eben der Lage im Augenblick überhaupt nicht gerecht wird. Jeder Bankangestellte, das habe ich schon ganz oft getestet, ich halte ja auch Vorträge vor Bankmanagern und so weiter. Ich frage mal, sind denn hier Bankangestellte? Nee, gar keine. Also jedenfalls, wenn man das mit Bankern bespricht, ist immer das Gleiche, immer. Jeder Bankangestellte weiß, dass ein nächster Crash sehr, sehr wahrscheinlich oder eigentlich unausweichlich ist. Nicht? Die sehen ja auch, dass das Geld da oben wabert und mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Und die Frage ist jetzt eigentlich nur noch, was der Auslöser ist. Und meine Kandidaten wären, aber das heißt ja jetzt nicht, dass es so kommen muss. Nicht? Also es gibt den berühmten Spruch, von 3 Finanzkrisen wurden 7 vorhergesehen. Nicht? Also das kann man mit den Zahlen variieren. Das heißt, es gibt immer ganz viele Cassandras und dann kommt es doch anders als gedacht. Also ich will jetzt nicht, dass Sie denken, ich würde darauf bestehen, dass das die beiden nächsten Finanzkrisen sind. Aber aus meiner Sicht sozusagen die gefährlichsten Kandidaten, die ich erkennen kann, aber wer weiß, wie es dann kommt, sind die Türkei und China. Denn beide Länder sitzen auf einer enormen Immobilienblase. Und in der Türkei kommen jetzt auch noch die ganzen politischen Schwierigkeiten dazu. Es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass die Türkei die Wachstumsraten, die nötig sind, um diese Immobilienblase zu stabilisieren, noch aufbringt. Im Augenblick ist es so, dass alle Zahlen aus der Türkei gefälscht sind, also alle Wirtschaftsdaten, wenn es um Arbeitslosigkeit und so weiter geht, sind grandios geschönt. Und da sieht man eigentlich schon, dass wahrscheinlich der Einbruch bereits beginnt. Also das wären die beiden Länder, von denen ich denke, die dann sozusagen diese ganze Architektur, die ja schon sowieso recht wackelig ist, zum Einsturz bringen kann. Aber wer weiß, vielleicht ist es am Ende dann doch Donald Trump, also man weiß es nicht. Eins ist aber ganz sicher, und damit höre ich jetzt erstmal auf, Sie alle werden dabei sein. Vielen Dank.